Also was ja irgendwie viele als Traumjob sehen, unbefristeter Vertrag, gutes Einkommen, also das war für mich ein Käfig. Ich habe gedacht, oh Gott, das muss ich jetzt 40 Jahre so machen. Das hat mich einfach nur eingeengt und mich richtig traurig gemacht und das wollte ich einfach nicht. Und dann ist in meinem Kopf so ein Samen hat sich gepflanzt, was könnte man denn anderes machen? Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück. Ich bin Nicolas Kreuter und das hier ist die zweitletzte Folge vor der Sommerpause. Und so viel sei gesagt, es gibt in der nächsten Woche eine Spezialfolge. Sei also gespannt. Und was ich auch noch verraten kann, ich habe mir auch für die Sommerpause etwas Besonderes überlegt, aber mehr dazu schon bald an dieser Stelle. Wenn du übrigens, und ich kriege immer mal wieder E-Mails auch von Menschen, die sagen, ja, ich bin gerade ausgewandert, der Podcast hat mir geholfen oder ich plane auszuwandern. Wenn du auch planst auszuwandern, dann schau unbedingt auf meiner Webseite vorbei, derauswandererpodcast.com. Dort gibt es einen Auswandererblog mit vielen wichtigen Themen wie Gesundheitsabsicherung im Ausland, Fremdsprachen lernen, was kostet überhaupt eine Auswanderung, wie finde ich die richtige Immobilie im Ausland, Jobs im Ausland und so weiter. Außerdem gibt es auch meine kostenfreie Checkliste, mit der ich selbst ausgewandert bin. Und ich sage immer, Leute, das kostet alles nichts. Nutzt das doch alles, ja. Also wir geben uns hier viel Mühe, spannende Themen im Blog zu haben, gerade zum Thema Gesundheitsabsicherung und Krankenversicherung. Für angehende Auswanderer oder für Menschen, die schon im Traumland leben, wird es auch bald mehr dazu geben. Alles auf der Webseite derauswandererpodcast.com. Mein Podcast. Heute geht's zurück nach Portugal und ich bekomme auch immer mal wieder Kommentare, in denen mir Leute schreiben, kannst du nicht mal jemanden einladen, der alleine ausgewandert ist? Denn die meisten gehen als Paare oder als Familie. Und ich nehme mir solche Kommentare immer zu Herzen, deswegen freue ich mich sehr, dass es heute mit einer Singlefrau geklappt hat, die 2021 in die Nähe von Lissabon ausgewandert ist. Die Stadt ist übrigens die westlichste Hauptstadt unseres Kontinents und unter anderem berühmt für ihre Architektur, die Fado-Musik, die vielen Hügel und die alten Trambahnen. Lissabon ist auch eine der ältesten Städte Europas und in der Metropolregion leben 2,8 Millionen Menschen, so viele wie in keiner anderen Region Portugals. Mein heutiger Gast ist Svenja Stapa. Sie hat vor ihrer Auswanderung in Stuttgart gelebt und ist quasi vom einen auf den anderen Tag aus ihrem alten Leben ausgestiegen und hat ihre Festanstellung hingeschmissen und ist auf Reisen gegangen. Und zwar so lange, bis sie einen Winter in Portugal verbracht hat und dann dort geblieben ist. Wie ihr altes Leben in Deutschland aussah, was sie heute macht und wie es ist, eben alleine auszuwandern, darüber sprechen wir jetzt. Hallo Svenja. Hallo Nicolas, bon dia. Guten Morgen. Svenja, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, was siehst du bei dir aktuell? Oh Nicolas, also ich sehe hier gerade einen blauen Himmel, blaues Meer, eine große Palme und die sich so leicht im Wind bewegt. Also sehr sonnig hier gerade. Du wohnst direkt am Meer? Also ja, 5 Minuten vom Meer entfernt. Das ist ja cool. Zu Fuß. Also beschreib mal noch kurz die Lage. Ich weiß nur, es ist außerhalb von Lissabon, so eine halbe Stunde entfernt. Wie muss ich mir das da vorstellen? Also es ist so ein kleines portugiesisches Dörfchen und wir wohnen hier in einer sehr residential area. Also wir haben hier ganz schöne Häuser und genau, du bist einfach in 5 Minuten zu Fuß an so einem ganz kleinen Strand, so ein bisschen versteckt unterhalb von der Hauptstraße. Also den kennen auch nicht viele. Ich würde sagen, das ist so ein portugiesischer Strand noch. Genau, mit dem Zug bist du in einer halben Stunde, aber dann in Lissabon in der Hauptstadt. Ja, also ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Viele wünschen sich ja auch im Podcast mal Gäste, die alleine ausgewandert sind. Und ich glaube, du bist ja alleine ausgewandert, ne? Genau, ich bin ganz alleine, nur mit meinem Backpack ausgewandert. Super, also deswegen, also da würde ich auch später gerne noch drauf eingehen, vorher aber mal da anfangen, wo eben auch bei dir alles begonnen hat. Du hast dein altes Leben in Deutschland aufgegeben, bist da quasi ausgestiegen und in ein neues Leben eingestiegen. Du hast ursprünglich mal ein Studium gemacht, hattest da ein tolles Jobangebot, wurdest Projektmanagerin in einem Architekturbüro und für viele hört sich das jetzt wahrscheinlich so an, wow, nach so einem Traumjob. Ja. Für dich war es das nicht. Nee. Warum? Also ich kann ja mal sagen, mir gingen auch so ganz, ganz viele Gedanken durch den Kopf mit diesem Jobangebot. Ich habe tatsächlich aber erstmal eine Reise nach Neuseeland angetreten und habe meiner
zukünftigen Chefin gesagt, ob sie auf mich wartet. Ich muss mal einmal aussteigen. Also ich war irgendwie noch nicht so bereit für diesen Job. Und dann habe ich den im Januar angenommen in Stuttgart, auch sehr kalt und düster und dunkel und trist. Und ich habe einfach nach ein paar Monaten schon wieder gesagt, dass, also was hier irgendwie viele als Traumjob sehen, unbefristeter Vertrag, gutes Einkommen, also das war für mich ein Käfig. Ich habe gedacht, oh Gott, das muss ich jetzt 40 Jahre so machen. Das hat mich einfach nur eingeengt und mich richtig traurig gemacht und das wollte ich einfach nicht. Und dann ist in meinem Kopf so ein Samen hat sich gepflanzt, was könnte man denn anderes machen? Und dann ging's los. Ja, ich vielleicht noch zu dem Punkt, wenn jetzt hier Arbeitgeber zuhören, die gerade so die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sich fragen, wie finde ich überhaupt noch Menschen, die 8 Stunden in einem Büro arbeiten wollen? Welche Reaktion hat das auch auf der anderen Seite ausgelöst? Also jetzt nicht nur vielleicht bei deinem Arbeitgeber, sondern auch im Umfeld, dass er irgendwie sagt, jetzt hat die Svenja studiert, jetzt hat die einen geilen Job, jetzt gibt die das auf. Also ich kann dir sagen, ich hatte auch ein bisschen Muffensausen, das meiner Mama zu erzählen oder meiner Familie. Und ich habe es auch erst noch mal 6 Monate geheim gehalten und habe im Hintergrund mit meinem Cousin so ein paar Sachen ausgetüftelt. Aber die Reaktion war durchweg, das machst du richtig, Kind, mach das mal, wie du das möchtest, bevor du hier wie wir sitzt und nur für die Rente arbeitest und nichts vom Leben hast. Also ganze Familie stand hinter mir. Also okay, die haben vielleicht auch nicht gedacht, dass ich nie wieder zurückkomme, aber doch, die standen alle hinter mir und auch meine Chefin war super begeistert und fand das eine richtig mutige Idee, ins Ausland zu gehen. Wirklich? Bin sehr, sehr dankbar. Ja, Umfeld war klasse, war echt klasse. Okay. Was rätst du denn Menschen, die auch an dem Punkt stehen? Also egal, ob jetzt eben, ne, du warst ja, glaube ich, Mitte 20, aber auch Menschen, die jetzt auch älter sind oder eben möglicherweise auch an dem Punkt jetzt sind und aber auch merken, nee, das ist nicht das Schema, wo ich reinpasse. Also ich würde sagen, wenn dieser Gedanke echt ständig in deinem Kopf ist und du auch noch davon träumst, ne, was wäre wenn, dann einfach machen, weil das Schlimmste, was eigentlich passieren kann, dass du irgendwie nach einem Jahr oder länger feststellst, du ist jetzt irgendwie doch nicht und ist nicht so meins, dann gehe ich zurück nach Deutschland. Also es ist ja gar kein Problem. Die Tür zu unserem Heimatland steht ja auch immer auf. Und das ist auch kein Scheitern. Also von daher, also bevor ich 20 Jahre so weitermache und immer nur denke, was wäre wenn, mache ich es lieber einmal und kann sagen, ey, boah, ich habe hier im Ausland gelebt, ne? Ich habe das und das und das geschafft. Das wird mir so viel mehr geben und so viel mehr mich erfüllen im Leben, als halt so weiterzumachen und nicht glücklich zu sein. Das würde ich denen raten. Für Leute, die jetzt für sich schon diese Entscheidung getroffen haben, und das erlebe ich ganz oft, die stehen dann an so einem Punkt, da sage ich, ja, wie setze ich das denn jetzt aber um? Also was war dein Plan? Weil eben, man muss ja auch irgendwie noch Geld verdienen und man braucht ja irgendwie, oder viele brauchen ja halt auch einen Plan, sage okay, der mir eine gewisse Sicherheit gibt. Was war dein Plan? Also das finde ich auch super wichtig zu sagen. Also auch wenn ich jetzt hier sage, mach einfach. Also man sollte sich schon einen Plan machen und auch einen finanziellen Plan, wie halt weiter Geld reinkommt. Und bei mir war das tatsächlich die Selbstständigkeit. Also ich kann mich genau daran erinnern, ich saß in Fiji, in diesem diesen einen Jahresurlaub, den ich hatte, saß ich da im Hotelzimmer und habe gedacht, ich muss jetzt das irgendwie schaffen, dass ich halt reisen kann, weil das war das, was mich so richtig angespornt hat im Leben. Das ist mein Antrieb, das Reisen und die Welt entdecken und nebenbei halt irgendwie Geld verdienen. Und dann habe ich gegoogelt, organisieren und reisen, weil organisieren ist so meine Stärke. Ich kann das im Schlaf, also wirklich. Und dann kam dabei raus, virtuelle Assistenz. Und dann habe ich mich 6 Monate wirklich so, so intensiv mit diesem Thema virtuelle Assistenz beschäftigt. Was das ist, was man da machen kann, wie man Kunden bekommt, wie man sein eigenes Marketing macht. Und wie gesagt, dann habe ich mir meinen Cousin gekrallt, der schon Website-Designer war. Und dann haben wir so insgeheim da 6 Monate meine Selbstständigkeit aufgebaut. Genau, für mich war die Selbstständigkeit raus aus Deutschland so der Weg. Also anders konnte ich mir das auch nicht vorstellen, irgendwo wieder, weißt du, in die Anstellung zu gehen oder so. Deswegen reisen und nebenbei arbeiten war der Weg raus. Also digitale Nomadin, ne, nennt man das ja. Ja, genau. Im ersten Jahr war ich digitale Nomadin. Da brauchte ich das auch noch nicht so richtig, dass ich irgendwie eine Base hatte oder so. Aber das wurde mir dann so nach einem Jahr, nach anderthalb Jahren, vor allem auch so mit Corona, wo so ein bisschen so ein, ja, ich sage jetzt auch nicht Angst, aber schon so ein bisschen Sorge dazukommt, wenn man am anderen Ende der Welt irgendwie in Asien ist und alle Flughäfen gesperrt werden. Da hatte ich dann doch irgendwann so das Verlangen nach einer Base, wo man sich dann auch ein bisschen wieder
zu Hause fühlen kann und ankommen kann, weil es ist schon anstrengend reisen. Also es sieht immer so toll aus hier, ne? Auch auf Instagram. Ich klappe meinen Laptop am Strand auf oder so. Aber es bringt natürlich auch immer irgendwie diese Unruhen mit, dass man in einem anderen Land ist, andere Kultur, andere Sprache, andere Regeln, Temperatur oder so. Also da muss man sich an alles immer gewöhnen und dann natürlich immer noch 100% bei der Arbeit abliefern. Das ist eine kleine Challenge, aber ich habe es für das eine Jahr bis echt geliebt. Ja, wir kommen da gleich auch noch zu, wo du auch unterwegs warst und wie es dann zu dieser Entscheidung mit Portugal überhaupt kam. Ich würde noch mal gern zu dem Punkt, eben als virtuelle Assistenz zu arbeiten. Also wer sich dafür auch interessiert, ich habe da mal eine Folge gemacht mit Nadine, die nach Ägypten ausgewandert ist und da als virtuelle Assistentin arbeitet. Also wer das noch nicht gehört hat, da gerne auch mal reinhören. Wie hat das, also generell virtuelle Assistenz ist ja in unterschiedlichen Bereichen, ne? Man kann im Marketing arbeiten, man kann auch eben aber Office-Tätigkeiten quasi virtuell eben Organisation und so weiter übernehmen. Man kann aber auch, gibt auch Leute, die Webseiten bauen, die Social Media machen als virtuelle Assistenz und so. Sehr vielfältig. Mhm. Wie hat das für dich dann auch funktioniert? Also konntest du dann sofort auch davon leben? Also ist das was du empfehlen kannst oder wo siehst du auch so die Schwierigkeit da drin? Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen, so als Einstieg, weil also mir war es am Anfang jetzt erstmal egal, was ich für Aufgaben mache. Also ich habe alles irgendwie angenommen. Ich wollte Hauptsache irgendwie im Warmen sitzen und eine Kokosnuss trinken. Das war irgendwie das absolute Highlight jeden Tag. Da war mir egal, wie ich dafür arbeite. Aber so nach einem halben Jahr habe ich dann auch gemerkt, ich könnte das Ganze noch optimieren und da so ein richtiges Business draus machen. Und ich habe ja den Hintergrund der Innenarchitektur, beziehungsweise habe ich in Agenturen und Architekturbüro gearbeitet. Und dann habe ich so ein bisschen mein Alleinstellungsmerkmal daraus gefunden, dass die meisten VAs tatsächlich eher so aus der Orga direkt kommen, also Buchhaltung oder sowas. Und ich komme halt aus diesem kreativen Bereich und ich kann Pläne lesen, ich kann die ganzen Designprogramme benutzen und bin dazu noch organisiert. Und dann habe ich mir so ein bisschen diesen USP rausgesucht, dass ich eine VA für Designer und Architekten bin. Und ich kann mich auch noch erinnern, ich saß in Australien und habe meine Webseite an einem Wochenende umgebaut und habe da all diese tollen SEO-Wörter eingepflegt und die Woche danach kam direkt eine Anfrage von einer Landschaftsarchitektin in der Schweiz. Also es hat funktioniert. Super. Also auch bis heute habe ich noch einen Möbelhersteller in Hamburg, mit dem ich zusammenarbeite und es macht mir sehr viel Spaß. Okay, also ich kann das auch nur empfehlen. Ich glaube, das ist auch eine gute Möglichkeit eben für die, die ein Online-Business suchen. Wie erwähnt, ich verlinke auch die andere Folge noch, wo wir so ein bisschen mehr noch ins Detail gegangen sind. Kommen wir jetzt auf das Reisenthema. Also du warst, soweit ich weiß, ja Bali, Australien, Fidschi hast du gesagt. Du warst in Myanmar, eines meiner Lieblingsländer. Da habe ich meinen besten Urlaub. Das war jetzt, glaube ich, 2006, 2007 war ich da. Also war unglaubliches Land. Ja. Kann ich auch nur empfehlen. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Aber du hast es vorhin auch mal so erwähnt, ne? Man reist dann so viel und braucht dann irgendwann eine Base. Und du wolltest den Winter in Portugal verbringen. Was ist dann passiert? Ja, das war ja dieser Corona-Winter, glaube ich, der erste. Ne? Was ist passiert? Also unglaublich eigentlich. Also innerhalb von ein paar Tagen hatte ich ganz, ganz viele Freunde hier. Ich habe damals, also ich habe eine Zumba-Instructor-Lizenz und ich habe Facebook immer so genutzt, um soziale Kontakte, neue Freunde zu finden. Und dann habe ich da einfach nur so einen Post abgesetzt. Hey, ich bin die Svenja, ich bin neu in der Stadt. Hat jemand Lust auf eine Zumba-Stunde im Park? Und das hat, also es hat so gut funktioniert, dass wir auch einfach noch eine zweite Zumba-Lehrerin gefunden haben. Und dann haben wir uns jeden Sonntag mit schönem Abstand, Corona-Abstand, haben wir da im Park Zumba getanzt. Und wir waren teilweise 20 Leute. Es gibt mir heute auch noch so ein tolles Gefühl, also was wir da für eine Gruppe erschaffen haben, die alle irgendwie neu in der Stadt waren. Auch meistens natürlich immer alles Expats. Am Anfang landet man immer in so einer Expat-Bubble. Das ist halt, glaube ich, ganz normal. Und das hat einem so viel Halt irgendwie gegeben und Freude. Und wir haben zusammen die Stadt erkundet und haben Ausflüge am Wochenende gemacht. Und ja, da konnte ich mir irgendwie nicht mehr vorstellen zu gehen. Also das hatte ich noch nie so richtig an einem Ort. Ne? Also klar, Bali ist auch wunderschön und Australien auch toll. Aber dieses Gefühl hat mir einfach gefehlt. Und das hatte ich hier in Lissabon, in Portugal. Also das fühlt sich richtig an.
Also eigentlich ist dann aus dem Winterurlaub, den du da verbringen wolltest, dann die Auswanderung geworden. Oder zu welchem Zeitpunkt hast du das dann entschieden? Also war das kurz nach ein paar Monaten? Ja, also in Europa ist es ja so, dass du diese 90 Tage hast, wo du noch Tourist bist, sag ich mal, auf Reisen. Und danach musst du dich halt auch melden. Und an dieser Frist habe ich halt gekratzt dann. Ne? Ich bin am Ende September gekommen und dann war es ja eigentlich schon Weihnachten. Irgendwie habe ich diese Entscheidung getroffen. Weihnachten habe ich auch mit Freunden unten an der Algarve verbracht. Und ich habe gedacht, okay, ich mache das jetzt. Kann ja alles nicht so schwer sein. Ich bin ja deutsch, bin ja organisiert. Und dann ja, bin ich super spontan ausgewandert. Also auch mit meinem Business, ne? Selbstständigkeit musste ich dann auch hier in Portugal anmelden. Ja, das möchtest du die Geschichte hören? Ja. Also hier kommt mein allergrößter Tipp, bitte nicht unterschätzen. Also ich habe das komplett unterschätzt, was das für ein Aufwand ist, also was das für Amtsgänge sind und was das für Schwierigkeiten sind, auch mit der anderen Sprache und so. Also bis dato genau war ich in dieser Expat-Bubble und alles ging wie auf Englisch. Und Lissabon ist auch super international, sprechen alle Englisch. Aber sobald du halt irgendwie aufs Finanzamt gehst oder Ja. ins Gesundheitszentrum oder so, da gucken die dich an, ne, so, also Englisch? Nee. Beziehungsweise, die sprechen bestimmt Englisch, aber die meisten trauen sich halt nicht, ne, ist halt genau wie ich, so habe ich mich am Anfang nicht wirklich getraut, Portugiesisch zu sprechen, das ist halt so eine Hemmschwelle. Genau, das kam dann alles irgendwie zusammen, dieses ganze Thema, was muss ich hier eigentlich anmelden, was muss ich in Deutschland abmelden, was ist hier legal, rechtlich, ich wollte auch nichts falsch machen. Dann kam die Sprache dazu, bin im selben Monat noch umgezogen, weil genau da waren meine 3 Monate in der einen Wohnung halt vorbei und musste ich mir was anderes holen. Also es war alles etwas viel. Ich würde es nicht nochmal so machen. Also eben weil, und da muss man eben dazu sagen, quasi diese ganze Vorbereitung, die man normalerweise ja schon im Heimatland machen würde, wie jetzt eben Abmeldeprozesse in Deutschland zum Beispiel, ne, damit hast du dich ja dann erst beschäftigt, nachdem klar war, du willst in Portugal bleiben. Ja. Genau, ich habe alles von hier geregelt. Man konnte ja auch nicht nach Hause fliegen oder so, ne? Deutschland ist auch immer, also ein paar Sachen konnte ich so per E-Mail klären, ein paar Sachen musstest du halt wieder per Post machen. Das hat sich alles ein bisschen gezogen und dann habe ich mich noch weiter gestresst. So Gott, ich bin über alle Fristen drüber weg und so. Ja, also es ist auch einiges in die Hose gegangen, musste auch einiges irgendwie zahlen, so Strafen beim Finanzamt und so, weil ich nix gecheckt habe hier. Also hier gibt es auch ein Online-Portal vom Finanzamt, das ist der Graus von jedem Portugiesen. Also wirklich, wenn du Portugiesen drauf ansprichst, oh mein Gott, lass mich in Ruhe mit diesem Finanzamtsportal. Ja, kann ich nicht empfehlen, also das so spontan zu machen. Das würdest du sagen, quasi die Bürokratie war die größte Hürde oder war es dann die Sprache oder was würdest du im Nachhinein anders machen? Was ich im Nachhinein anders mache, ich würde mich halt komplett vorbereiten. Also ich würde mir alles irgendwie anlesen, anrecherchieren, mindestens 3 Monate vorher, weil ich glaube, das größte Problem war, dass ich alles irgendwie gleichzeitig gemacht habe. Aber nichtsdestotrotz, das System ist halt einfach anders. Also ich bin, glaube ich, so ein bisschen davon ausgegangen, ja cool, ich habe ja schon mal in Deutschland irgendwie Gewerbe angemeldet und ich weiß, wie man eine Steuererklärung macht, kriege ich schon hin. Aber hier ist es halt komplett anders. Also es ist einfach anders, man kann es nicht vergleichen. Und das hat mich natürlich auch so weit irgendwie zurückgesetzt. Und wenn man da dabei noch irgendwie versucht, seinen Job zu machen, dann hast du noch keinen richtigen Alltag, ne? Dann hemmt dich jedes Mal irgendwie diese Sprachbarriere. Also ich habe dann auch erst, würde ich sagen, viel zu spät angefangen, Portugiesisch zu lernen. Also dieser Schalter umzulegen, okay, ich habe mich jetzt entschieden, ich wohne jetzt in diesem Land. Also ich muss jetzt diese Landessprache lernen. Also egal, wie blöd ich das finde und wie wenig Zeit ich wahrscheinlich in meinem Alltag habe, um das einzubinden. Aber das war ein Muss. Wie ist das heute? Heute mache ich immer noch schön mit meiner Lehrerin Margarida alle paar Wochen eine Sprachstunde. Also wir machen jetzt keinen Kurs mehr. Ich habe am Anfang so Gruppenkurse gemacht. Das war sehr spaßig auch, das zu lernen per Zoom. Jetzt machen wir Aulas de Conversa. Also wir sprechen eigentlich nur, quatschen, wie die Woche war. Kann ich sehr empfehlen. Und ich merke selber, dass ich immer mehr die Hemmung verliere. Und auch, also meine Mitbewohner sind Portugiesen. Und da können wir immer mal öfter so Gespräche in Portugiesisch führen, ab und zu mit englischen Wörtern oder so. Aber es liegt alles irgendwie an mir und meinem, ne, oh, ich will nichts Falsches sagen und ist ja peinlich. Ja, das ist wirklich, also das kann ich, also habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ist, immer wieder, man soll da keine Scheu davor haben. Die Einheimischen sind in erster Linie sehr froh, wenn man sich auch in ihrer Landessprache unterhalten kann, ob man da jetzt Fehler macht oder nicht. Genau. Ich finde immer die Leute, die einfach drauf losreden, und ich sehe das ja auch Deutsch, wenn jemand nicht gut Deutsch kann oder so, mich stört das ja nicht.
Also weißt du, ich denke ja nicht jedes Mal, wenn der einen Fehler macht, oh, hier war wieder ein Grammatikfehler oder so. Ich will mich ja mit dem unterhalten. Ja. Und ich glaube auch, dass so diese Sicht muss man mal so einnehmen, dann fällt einem das, glaube ich, auch leichter. Ich habe da eine witzige Geschichte. Wir haben einen Hund im Haus und manchmal nehme ich den halt mit. Und dann haben wir letztens Yoga gemacht im Park und dann kam da so ein anderer Hundebesitzer an und hat mich dann eben gefragt, was denn der Hund, also unser Hund hat leider, der war ein bisschen paralysiert und deswegen hinkt der so ein bisschen. Und dann hat er gefragt, was ist denn da los? Und dann konnte ich ihm das auf Portugiesisch erklären, dass der 3 Bandscheibenvorfälle hatte und so. Und dann guckt er mich an. Ja, Moment, Sie sind aber nicht Portugiesin. Nee, nee, ich bin Deutsch. Ja, seit wann sind Sie hier? Ja, seit fast 4 Jahren. Boah, und Sie sprechen Portugiesisch? Ich kenne so viele Amerikaner, die können heute noch kein Wort Portugiesisch. Ja. Also, und dann haben wir da 10 Minuten gestanden und der hat mir ungefähr 3-mal gratuliert, dass ich seine Sprache spreche. Das war richtig witzig. Also deswegen, das ist ja ein tolles, tolles Erfolgserlebnis. Noch kurz auf den Punkt, eben du bist alleine ausgewandert. Ich kenne das selber auch. Meine erste Auswanderung war auch alleine und ich weiß auch, dass mich damals so eben diese ganze Organisation, das alles selber machen zu müssen, irgendwie echt belastet hat, noch mit einem Job. Wie findest du jetzt so im Rückblick auch für Leute, die jetzt ohne denen jetzt alle Angst zu machen, dass man nicht alleine auswandern kann, aber was würdest du da an Tipps auch mitgeben, eben wenn man alleine ist, wie man solche Dinge eben auch alleine schafft? Also ganz wichtig ist auf jeden Fall diese lange Vorbereitung, also sich da wirklich auch eine To-Do-Liste machen oder Kontakte schon mal aufschreiben, sich das alles vor Ort schon mal so zu suchen. Und mein besser Tipp ist auch einfach, das mit der Wohnung erstmal hinten anzustellen. Also erstmal irgendwie so eine temporäre Sache zu finden, ob das jetzt Ferienwohnung ist oder Airbnb. Ich weiß, dass das teuer ist, aber es wird sich so viel lohnen. Dieses Thema, ich muss jetzt die perfekte Wohnung finden und ein Zuhause finden, dass man das erstmal hinten anstellt und erstmal diese Bürokratie macht. Ich würde nicht gleichzeitig beides machen. Das habe ich nämlich viele, die erst ankommen. Ne, wir müssen jetzt ein Zuhause für unsere Familie finden oder ich will unbedingt am Meer wohnen oder so. Und dann diese Bürokratie, was eigentlich mega wichtig ist und wo es ja auch Fristen gibt, das fällt dann so nach hinten weg. Und dann könnte es auf jeden Fall viel stressiger werden, wenn man dann das noch macht. Und deswegen würde ich immer raten, erst eine Wohnung, dann hast du auch eine Adresse und kannst die benutzen, um dich überall anzumelden. Und dann kannst du später, wenn du umziehst, immer noch die Adresse überall ändern. Thema Einsamkeit, sowas, dass man eben alleine da alles macht? Klar, das kommt so richtig auf einen selber an. Also wenn man sich nicht selber immer wieder aus dieser Komfortzone rauspusht, dann bleibt man wahrscheinlich alleine. Tolle Story, ich habe letzte Woche wieder was gemacht. Ich war bei einem Time-Left-Dinner. Das ist ein Dinner mit Fremden. Also das ist eine App und da kann man sich anmelden und sagen, ich möchte hier am Mittwoch zum Dinner in Lissabon. Und da muss man vorher so ein paar Fragen beantworten. So irgendwie, was machst du lieber? Film im Kino oder Film auf der Couch oder so? Und dann packen die dich mit einer Gruppe Menschen zusammen, wo sie denken, das passt zusammen. Ich schwöre, ich hatte den ganzen Tag Kopfschmerzen. Was habe ich mich da eingelassen? Wieso muss ich da heute Abend hin? Ich will gar nicht andere Leute und bestimmt verstehe ich die nicht, bin total müde oder wie auch immer. Und es war so cool. Also es war so witzig. Wir haben richtig viel gelacht. Wir hatten alle irgendwie das Thema Reisen gemeinsam und dass wir alle irgendwie in Lissabon gestrandet sind. Und dann haben wir am Ende noch WhatsApp ausgetauscht und haben jetzt eine Gruppe. Wir sind einfach eine neue Gruppe von 7 Leuten. Es hat mich nur ein unangenehmes Dinner so ungefähr gekostet. Also ja, es kommt am Ende auf dich selber an. Und auch damals dieser Zumba-Post, den ich gemacht habe. Ne? Also es muss halt jemand die Initiative ergreifen, ansonsten entsteht da halt nichts. Bist du auch gut und leicht mit den Einheimischen in Kontakt gekommen oder würdest du sagen, ist das, also du hast vorher gesagt, das ist ja auch eben so, wie es vielen geht, man sucht ja erstmal Orientierung auch für Leute, die eben so einen ähnlichen Lebenslauf hinter sich haben, ne, wo man natürlich so Anknüpfungspunkte hat und kommt eher erstmal mit Expats oder eben Auswanderern, anderen ins Gespräch. Wie ist das sonst mit Einheimischen? Ich würde immer noch sagen, dass es schwierig ist, leider. Also wir sagen zwar immer so, die Portugiesen, ne, super offen, mega lieb und so, aber andersrum sind sie auch so ein bisschen verschlossen. Also wir haben da irgendwie nicht so viele Überkreuzungen, wo ich sie treffen würde, beziehungsweise am Ende liegt es auch, glaube ich, bei mir mit der Sprache. Also auch neues Beispiel, es gibt hier so manchmal auch so Zumba-Events, wo ich hingehe, wo dann irgendwie so eine Masse an Frauen mit ihren Töchtern kommen. Und dann stehe ich nämlich da so ganz schüchtern in der Ecke, weil das alles Portugiesen sind. Also ich hätte die Chance, sie alle kennenzulernen, aber manchmal sind es dann so die Hemmungen. Aber was bei mir war, ich bin nach ungefähr einem
noch nicht mal ein Jahr hier in Portugal bin ich bei einer portugiesischen Familie ins Haus gezogen. Und hier wohnt halt, wie gesagt, noch eine Tochter, die ist Portugiesin. Ich habe einen Mitbewohner aus Madeira. Und so haben wir, also wir uns so kennengelernt. Und dann lernt man auch Bekannte von denen kennen und so und die Familie kennen. Und das war so mein Schritt, so Portugiesen kennenzulernen. Aber ansonsten finde ich es immer noch nicht so ganz so einfach, muss ich sagen. Ja, wir gehen gleich noch so ein bisschen auf die Eigenheiten der Portugiesen ein. Ich wollte noch kurz eben zurückholen, was du heute machst, eben wie du heute lebst. Wir haben so gerade gehört, eben du lebst in der WG, bei einer Familie außerhalb von Lissabon, eben virtuelle Assistenz. Aber du hilfst ja auch Menschen, die nach Portugal einwandern oder auswandern wollen. Vielleicht kannst du da noch kurz was sagen, wie das so entstanden ist. Ja, wie ich habe ja schon gesagt, ich hatte da so einige Probleme und das wegen diesen ganzen Strafen hat sich das so, würde ich sagen, ungefähr ein Jahr gezogen, bis ich da so halbwegs den Durchblick hatte und ich lerne auch heute immer noch Sachen dazu, aber auf jeden Fall kam es dann in diesem ersten Jahr genau, dass mich ganz viele Freunde angesprochen haben und gesagt haben, eine Freundin von mir möchte gerne nach Portugal. Wie ist das denn so? Auf was muss man denn achten? Und wie findet man denn eine Wohnung? Und damals noch so, wie ist das denn mit Corona? Und was ist, wenn ich krank werde und so? Und dann habe ich mich auf einmal in so Skype-Calls wieder gefunden mit halt Leuten, die ich gar nicht kannte, aber halt über Verbindung. Dann habe ich Leuten ein Zimmer vermittelt, also dass jemand irgendwie eine Zwischenmiete über meine Freunde hier vor Ort bekommen habe. Facebook-Gruppen verschickt, Leute eingeladen. Also ich habe, und eine Workation habe ich auch noch organisiert. Irgendwie war mir gar nicht alles so bewusst, bis meine beste Freundin mich auch darauf angesprochen hat, ey, Svenja, was du hier gerade machst, könnte auch irgendwie ein Business sein, ne? Also anscheinend bist du ja die Go-To-Person. Und das habe ich dann von mehreren Ecken gehört und auch meine damalige Mitbewohner meinte, es gibt keinen Menschen, den sie kennt, der sich so gerne in diese Bürokratie-Themen einliest und das Problem lösen will. Und dann haben die mir quasi diesen Floh ins Ohr gesetzt, so mach doch hier mal so ein Business für Einwanderung. Und dann habe ich wirklich gesagt, okay, ich mache das jetzt, aber ich mache das nicht alleine. Also ich wusste ja von meiner VA-Tätigkeit schon, wie hart es ist, ein Business zu führen, ne, wo man dann auch irgendwie ja, Marketing hat. Du kennst das ja selber, ne? Du musst dich selber irgendwie vermarkten, du hast da dein Instagram, du musst irgendwie Kunden finden, dann musst du selber Buchhaltung machen, blablabla. Das war so viel und ich kannte mich halt gar nicht aus mit, wie vermarkte ich mich denn, ne? Wie mache ich Instagram? Und dann habe ich mir einen Instagram-Coach geholt und zusammen haben wir tatsächlich, als ich auf Madeira gelebt habe, also bin ich noch mal für den Winter wieder in die Sonne, haben wir das zusammen hochgezogen, dass quasi, dass das Business über Instagram läuft, Auswandern nach Portugal. Also ich verlinke das auch. Es gibt auch eine Webseite dazu. Wer sich eben dafür interessiert, da gerne mal vorbeischauen. Gibt es eben viele Tipps. Und ich glaube auch, also gerade beim Thema Auswandern, man beschäftigt, also jeder beschäftigt sich ja immer wieder mit denselben Themen. Und deswegen glaube ich, lohnt es sich da auch, sich gerade bei dem Thema Bürokratie da Hilfe zu holen, anstatt das eben alles immer selbst zu recherchieren. Wie gesagt, Links in den Shownotes und in der Folgenbeschreibung. Ich würde jetzt noch gerne eben so ein bisschen allgemein über das Land, über die Eigenheiten. Du hast schon ein bisschen was erzählt, eben, dass die halt dann doch so ein bisschen verschlossener sind, was glaube ich eben in vielen Ländern auch so ist, wo es auch generell so mehr in der Familie sich das Leben abspielt, als jetzt so in einem Freundeskreis. Wie zu Hause fühlst du dich oder hast du ein Zuhausegefühl da? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt seit über 2 Jahren in dieser WG. Ich habe neue Fenster bekommen im Januar. Also das hier auch nochmal zum Wohnungsstandard in Portugal ist halt auch ganz anders als in Deutschland. Muss man alles irgendwie annehmen und akzeptieren. Aber ich freue mich, dass ich jetzt Fenster habe, so dass es hier nicht mehr reinregnet. Reinregnet, Ja, ja. ich sag's dir, Niklas. Also ich habe hier einiges erlebt. Gerade so als Innenarchitektin war ich geschockt und ich bin auch heute noch geschockt. Erzähl mal, wie ist denn der Baustandard? Also, wo meine erste Wohnung, da waren wir, wie gesagt, über Weihnachten an der Algarve und ich komme wieder und mein ganzes Schlafzimmer um das Fenster rum war schwarzer Schimmel und in meinem Oh. Badezimmer war richtig weißer Schaumschimmel. Also, das kann ich Okay. einmal hier dazu sagen. Hier ist nichts so mit Isolation und so oder Dämmschicht. Das, und vor allem, ich habe in so einem alten Stadtteil in Lissabon gewohnt, Alfama. Der ist halt sehr, sehr, sehr alt und deswegen auch die Baustruktur irgendwie total alt. Wir Deutschen lieben ja so unser Stoßlüften oder generell Lüften. Das ist halt hier auch irgendwie manchmal ein bisschen schwierig, so wie es gebaut wird. Und was es hier halt auch nicht gibt, ne, ist Heizung. Also so, wie wir das jetzt aus Deutschland kennen, Zentralheizung. Hier gibt es so
Mobile Heizkörper, die kannst du in eine Steckdose stecken, aber weil der Strom dann so teuer ist, macht das halt kein Portugiese. Die sitzen wirklich, die sitzen im Winter mit ihren dicksten Jacken und drei Paar Socken, sitzen die in ihrer Wohnung und meistens gibt es halt, also in größeren Häusern bist, gibt es halt einen Kamin im Haus, der ist dann im Wohnzimmer. Das heißt, so die gute Stube ist beheizt und der Rest halt nicht. Aber das ist für die Ist wie in normal. Ja, ist wie Irland. in Irland. Macht man da denn die Heizung an oder ist das auch zu teuer? Nee, man macht es einfach nicht an. Also die Iren sind generell, was so das Heizen angeht, also man hat auch so ein anderes Kälte-Wärme-Empfinden. Und bei uns sind halt alle Räume geheizt, also wo wir uns halt aufhalten. Und in Irland ist auch so, dass eigentlich nur der Raum, also das Wohnzimmer ist dann geheizt und alles andere ist dann halt kalt. Kalt, genau. Aber ja, Und so man ist sie gewöhnt sich auch. da dran. Ja, also das ist schon mal eine Eigenheit hier. Im Winter sitzt du halt mit deiner Wärmflasche und allen Jacken, die du besitzt. Das ist einfach hier so portugiesisch. Ich habe meine Heizdecke bestellt. Kann ich hier schon mal als einen Tipp mitgeben? Bestellt euch mal so eine Heizdecke. Dann kann man sich so schön einmummeln, auch wenn man am Computer sitzt oder wenn man halt ins Bett geht. Was ist das denn von den Unterschieden her für eine Region jetzt so rund um Lissabon, ebenso zum Leben, auch von den Menschen her im Vergleich jetzt halt zu anderen Regionen? Also wir sind natürlich Lissabon auch sehr international. Es gibt auch ganz viele Expats da. Und ich wohne halt, wie gesagt, eine halbe Stunde entfernt und die Region nennt sich Cascais. Und wir haben hier, würde ich behaupten, sehr viele Familien auch. Also sehr viele Familien, die hier hinkommen, weil es einfach ein bisschen ruhiger ist. Also wir haben nur diesen Zug und ein paar Busse. In Lissabon hast du ja dann noch irgendwie die Tram und die Metro und sonstiges. Das ist alles ein bisschen wuselig. Und wir haben ja halt den Recto, den Strand, ne? Also mehrere kleine Strände so an unserer Küste entlang. Das heißt, da sieht es eher so aus. Ich würde behaupten, so Algarve ist, also da wollen halt immer viele hin, ne? Und deswegen ist es auch schon eher weniger touristisch. Ach Quatsch, weniger portugiesisch, mehr touristisch da unten. Aber je weiter du so ins Landesinnere gehst, umso portugiesischer wird es halt einfach. Zu der Mentalität noch kurz. Was mögen die Portugiesen? Was ist so, was lieben die? Die lieben ihren Espresso. Die lieben ihren Espresso, ob das jetzt in einem Café ist, wo man sich 5 Minuten hinsetzt, diesen Espresso trinkt und weitergeht. Oder was ich halt auch viel sehe, in unseren Supermärkten gibt es auch immer so eine kleine Bäckerei-Theke, sag ich jetzt mal. Also ist jetzt nicht so wie in Deutschland, 15 Varianten von Brötchen. Ist ganz klar, ist anders hier. Aber die stehen dann da halt auch an der Theke und trinken ihren Espresso. Also das ist manchmal für die sogar Frühstück, wo ich halt denke, also ich kann diese Menschenmasse morgens gar nicht um mich rum haben. Ich brauche meinen Kaffee ganz alleine für mich und mein Frühstück. Aber das ist für die, glaube ich, so auch der Weg zur Arbeit. Die gehen dann am Supermarkt vorbei, beziehungsweise an dieser Bäckerei, haben ihren Espresso oder zum Mittagessen dann nochmal und also auch gerne mal irgendwie abends, so feierabendmäßig. Das ist so dieses kleine Ding und es kostet ja auch weniger als 1 Euro, wenn man in portugiesische Cafés geht. Ansonsten kann man da auch mehr für zahlen. Das ist auch ein guter Hinweis hier mit Touri-Preisen, ne? Also ein Kaffee sollte immer unter 2 Euro kosten. Ansonsten wird man abgezogen. Auf der anderen Seite, was hassen die Portugiesen? Also womit kann man sich da auch so ins Fettnäpfchen setzen? Sagt man das? Stehen? Ja, Treten? ich bin auch nicht so gut mit Sprechwörtern. Okay. Also hassen finde ich jetzt schon schwieriges Wort. Also ich würde langsam tatsächlich aufpassen, so Sprüche zu sagen, ist ja alles so günstig hier. Also man hört das halt immer wieder auch. Also wir haben auch ein so ein Airbnb-Zimmer hier im Haus und klar, wenn wir irgendwie Amerikaner oder Kanadier haben, also für die ist das alles sehr günstig. Ich würde das halt nur nicht immer so häufig betonen und vielleicht ist das auch für uns Deutschen, ich bin jetzt lange nicht mehr in Deutschland gewesen, hier manche Sachen noch so günstiger, irgendwie zum Beispiel Uber fahren oder wie ich halt gerade sagte, 2 Euro für einen Kaffee. Weil die Sache ist halt die Portugiesen, der Mindestlohn ist 820 Euro im Monat und das ist vor Steuer und ich habe keine Ahnung, wie hier manche Menschen halt davon leben oder leben müssen. Und ich weiß, dass halt, ne, wir Expats auch irgendwie so ein bisschen die Preise hochtreiben. Also klar gibt es die eigene Politik vom Land und so. Ich sehe da auch immer noch meine Verantwortung, die ich einfach habe hier mit meinen Aussagen. Und deswegen würde ich solche Aussagen vielleicht ja etwas reduzieren oder irgendwie anders formulieren oder sich halt wirklich bewusst werden, was es hier für Unterschiede gibt und in was für einer privilegierten
Position wir auch vielleicht sind, ne? Also das weiß ich von meinen Mitbewohnern, dass das manchmal irgendwie, es tut manchmal ein bisschen weh, weil sie können es halt irgendwie auch nicht anders ändern. Ist denn, wenn wir schon bei dem Punkt sind, eben die Lebenshaltungskosten, hast du jetzt gerade gesagt, also für Deutsche ist das, was würdest du sagen, ein Drittel günstiger oder jetzt so allgemein eben so Lebensmittel, wenn ich eine Wohnung miete oder ist das halt wirklich so, dass man da hinkommt und denkt, wow, ist das super günstig? Nee, das auf jeden Fall nicht mehr. Also Mieten ist also auch genauso teuer wahrscheinlich schon. Also es sind echt richtig krasse Preise, die hier abgefragt werden. Und vor allem für den Standard, was ich ja eben schon mal erzählt habe, ne? Also hier wird dann auch nicht angefangen, wir renovieren jetzt das Haus und wir machen jetzt eine Außendämmung oder wir fixen jetzt das Dach. Nee, also die können hier so ein bisschen irgendwie spielen mit ihren Preisen. Da gibt es jetzt nicht so einen Mietspiegel oder Mietdeckel. Das heißt, das ist, finde ich, richtig krass. Das Problem ist halt, dass es halt manche Ausländer gibt, für die das immer noch sehr günstig ist. Und dann kostet halt ein Zimmer 1000 Euro in Lissabon. Das finde ich einfach unfassbar. Vom Einkaufen kann ich jetzt gerade gar nicht mehr sagen, weil ich halt so lange nicht mehr in Deutschland war. Ich glaube halt so Sachen wie Kaffee und Essen gehen ist noch günstiger. Also ich würde jetzt so ein Mittagessen bei uns mit Getränk 10, 12 Euro. Und wenn ich Abendessen gehe, ich trinke keinen Alkohol, bin ich immer unter 20 Euro. Falls das den Hörerinnen hier hilft, so sieht es gerade aus. Aber jetzt außer Wohnung mieten oder so, würdest du sagen, ist dann schon so in Richtung Stuttgart, ist also wäre Lissabon schon so vergleichbar? Oder man muss dann wirklich raus aufs Land, wo es dann deutlich günstiger ist? Ja, also wenn du es günstiger haben willst, musst du damit, wie sagt man, musst du es annehmen, dass du halt ein bisschen weiter raus musst und dann vielleicht auch eine längere Strecke irgendwie mit dem Bus hast. Kannst natürlich irgendwie mega Glück haben, aber nee, es ist schon extrem teuer, auf jeden Fall hier auch meine Region. Ist halt schön mit Stränden und so, da will irgendwie jeder hin, ist klar, ne? Ja, du hast vorhin schon viele Tipps auch gegeben, Sachen auswandern nach Portugal, eben sich gut vorbereiten, natürlich was die Bürokratie angeht, aber auch was die Sprache angeht. Was würdest du sagen, welche Möglichkeiten hat man da noch vor Ort? Also siehst du da irgendwo ein Potenzial auch für Leute, die sich selbstständig machen wollen? Oder sagst du irgendwie auch eine Anstellung, eben, du hast auch vorhin gesagt, das Gehalt ist relativ gering. Oder welche Möglichkeiten siehst du, wenn man jetzt eben da leben möchte? Also ich bin halt jetzt durch und durch selbstständig. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, so zurück in eine Anstellung zu gehen, was man halt immer machen kann, wenn man zum Beispiel auch auswandern auf Zeit erstmal probieren will, dass man sich irgendwie von der deutschen Firma zum Beispiel entsenden lässt für 2 Jahre. Dann hat man halt auch den Vorteil, man kann das wirklich mal probieren und hat auch halt immer noch den Einkommensstrom von zu Hause. Ja, also wenn man den gleichen Lebensstil weiterführen will, den man vielleicht in Deutschland hatte, dann muss man aber halt damit rechnen, dass es etwas weniger Einkommen ist. Aber es ist ja am Ende, kriegt man auch so viel mehr dazu. Also ich bin den ganzen Tag draußen. Es scheint ungefähr immer die Sonne. Es ist blauer Himmel. Ich habe das Meer. Ich sehe Palmen. Das tut mir auch so selber so gut in meinem Alltag. Also ich wach morgens auf und ich habe Bock auf den Tag so ungefähr. Und das kann mir auch niemand bezahlen. Das heißt, man muss da irgendwie auch mit sich selber halt so ein Abkommen auch schließen, ob dir das halt alles wert ist und was du dafür bekommst. Und ich habe das halt gemacht, beziehungsweise ich habe mir halt das ganze Risiko der Selbstständigkeit, was da auch mit herkommt, genommen und kann damit halt leben. Also auch wenn ich mal nicht einen guten Monat hatte oder so, das ist mir alles hier wert. Ja, das ist ein sehr schönes Fazit, finde ich. Wenn wir zum Ende hin noch in die Zukunft schauen, du bist seit 2021 fest in Portugal. Wir sprechen in 2 Jahren nochmal. Wie sieht dein Leben dann aus? Ich bin immer noch hier, auf jeden Fall. Also 2 Jahre, ich finde auch jetzt das erste halbe Jahr von 2024 ist so schnell rumgegangen. Ich bin auf jeden Fall noch hier. Ich mache auf jeden Fall mein Business, Auswanderungsberatung. Das macht mir mega viel Spaß. Ich lerne so viele tolle Leute kennen, die auch alle so, wo ich mich auch drin wiedersehe, ne? Also, dass die auch den Mut gepackt haben so und ich mache das jetzt und ich beiß mich da durch und es wird mir nichts auf einem Servierteller so ungefähr gegeben. Wenn du was in deinem Leben erreichen willst, musst du es dir immer selber holen. Und den Drive zu sehen, das macht mich unfassbar glücklich und auch mich selber stolz, wenn ich da so ein paar Schritte schon mal weiterhelfen kann und es einfach einfacher machen kann. Ja, und seit ich die neuen Fenster hier in meinem Zimmer habe, möchte ich auch aus diesem Haus nicht mehr ausziehen. Also,
Ja, also ich habe natürlich immer noch so ein bisschen mein Reisefieber. Ich habe letzten Winter zum Beispiel wieder auf Bali verbracht. Das gehört für mich einfach zu meinem Lebensstil auch dazu. Auch der Winter in Portugal ist jetzt nicht so der allerwärmste. Und ich gestalte mir halt mein Leben so, wie ich gerne möchte. Das heißt, ich werde wahrscheinlich auch noch Teile der Welt kennenlernen, aber trotzdem meine Base hier in Portugal haben. Also wo ich wirklich sage, das ist mein Zuhause. Und das hat jetzt auch meine Mama sogar akzeptiert, dass das hier mein Zuhause ist. Und wenn sie mich. Warum? Hat die immer Ich gewartet? glaube, sie hat insgeheim noch irgendwie, hat sie das noch nicht so ganz angenommen. Aber sie war jetzt dieses Jahr zum zweiten Mal hier. Und letztes Jahr hat sie schon gesagt, als sie auf meinem Balkon stand, okay, ich weiß, warum du jeden Tag hier aufwachen willst. Und jetzt beim zweiten Mal war sie auch wieder so geflasht von der Landschaft und was wir zusammen unternommen haben. Also ich weiß noch, sie hatte immer ihren Reiseführer. Wir müssen jetzt hier diesen Fahrstuhl in Lissabon angucken. Wir müssen mit dieser einen Tram fahren. Die fährt da durch das älteste Fe Ich so, nein, Mama, wir stellen uns nicht eine Stunde da an. Ich nehme dich mit. Und dann haben wir stattdessen halt Strände, Meer, Burgen in Sintra angeguckt. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist ja auch bei mir in der Nähe. Genau, haben das so richtig Portugal, die Landschaft kennengelernt. Also. Und das hat sie auch, glaube ich, richtig überzeugt. Das ist jetzt hier mein Zuhause. Sehr schön. Ich freue mich jetzt noch mehr auf meinen Urlaub im Oktober in Portugal. Ach, guck. Wir sind nämlich auch eine Woche da. Also auf jeden Fall vielen herzlichen Dank, dass du heute im Podcast zu Gast warst. Ich glaube, auch eine sehr coole Geschichte oder eben auch Inspiration und Motivation für Menschen, die alleine auswandern. Ja, es ist stellenweise eben anstrengender, weil man die Probleme nicht teilen kann. Ich habe manchmal auch das Gefühl gehabt, auch die schönen Sachen nicht teilen kann in dem Moment, wo sie eben passieren, weil man sie dann alleine erlebt. Aber trotzdem finde ich, ist das eine großartige Erfahrung. Du hast es ja auch gesagt, die man unbedingt machen sollte und Ja. nicht davon zurückschrecken sollte, nur weil man eben alleine auswandert, ne? Genau, ja. Immer realistisch bleiben und wie du schon sagst, diese rosa-rote Brille vielleicht irgendwie abnehmen, aber es lohnt sich alles. Es ist, man wächst so sehr daran, an dieser Auswanderung, an sich selber auch. Svenja, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch. Ich wünsche dir alles Gute und ja, bis bald mal. Bis bald, Atelogo, danke dir. Das ist die Geschichte von Svenja Stapper, die 2021 nach Portugal ausgewandert ist. Wenn dir diese Folge hier gefallen hat, dann hinterlass mir doch eine Bewertung und einen Kommentar bei Apple Podcasts oder bei Spotify und empfiehl uns gerne weiter. Wie schon angekündigt, in der nächsten Woche geht es hier weiter mit einer Spezialfolge im Podcast. Ich freue mich, wenn du dann wieder mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute, ciao.